Challenge Action bei den Spielkindern mit Iron Harvest. Hallo Leute, ich bin Dennis und das ist die zweite Challenge Mission, Missionsfolge, die wir hier spielen. Heißt immer noch The Last Stand, hat sich nicht viel geändert. Ich probiere es jetzt einfach nochmal. Wenn ich es jetzt bei diesem Mal nicht schaffe, dann gehe ich einfach mal davon aus, dass es am Balancing des Spiels liegt und nicht an mir. Denn ich bin ja schließlich super gut. Ja, wer die letzte Folge verpasst hat, Previously on Iron Harvest Alpha. Da habe ich es bis, ich glaube, Welle 7 geschafft, genau, inklusive Welle 7 habe ich überlebt. Also bin relativ weit gekommen, es gibt 10 Wellen. Ich weiß jetzt diesmal schon, dass tatsächlich immer abwechselnd die Gegner von den drei möglichen Zugangspunkten kommen, aus dem Süden, Osten und Norden. Und ich habe jetzt keine super geile Taktik mir zurechtgelegt. Ich werde einfach nur versuchen, es besser zu machen als letztes Mal, mich ein bisschen besser zu positionieren und vielleicht etwas sinnvoller hier die Punkte zu erobern, also erst die unteren beiden und dann mich nach oben sozusagen zu entwickeln. Mal gucken, ob das klappt. Jetzt laden wir das Ganze erstmal. Wenn das nicht klappt, dann könnt ihr es ja besser machen. Dann gebt den Entwicklern einfach das wohlverdiente Geld für eine Vorbestellung und ihr bekommt direkt den Alpha-Zugang. Das ist super schön. Man könnte jetzt auch sagen, ja, aber ich will doch jetzt nicht 50 Euro bezahlen und dann kriege ich dann nur hier zwei Karten und kann da so ein bisschen spielen. Stimmt, das Spiel kommt aber ja auch eigentlich erst in anderthalb Jahren raus. Und bis dahin habt ihr jetzt quasi eine noch nicht perfekt gebalancete, noch nicht vollständige, aber immerhin schon spielbare Demo. Sonst würdet ihr das Spiel halt erst in anderthalb Jahren bekommen. Wenn euch das Begleiten so einer Entwicklung, das spielerische Begleiten nicht so wertvoll ist, ihr das nicht so interessant findet, kann ja sein, ist ja vollkommen legitim, dann würde ich das jetzt an eurer Stelle auch nicht vorbestellen. So, ich würde mal die Karte hier ein bisschen drehen und hier direkt mal den ersten Punkt erobern. Das wäre, glaube ich, ganz entscheidend. Und hier die ersten zwei davon bauen. Mehr Ressourcen habe ich hier nicht. Die kann ich dann gleich noch einsammeln. Die müssen jetzt mal den Punkt hier holen. Dann haben wir nämlich schon mal einen Punkt eingenommen, noch bevor hier irgendwie der erste Angriffsstress irgendwie losgeht. Das habe ich, glaube ich, ach guck mal hier, da haben wir nämlich auch schon das erste Raketenwerferchen eingenommen. So, dann holt mal hier diesen Shit. Ihr nehmt das ein. Könnt ja hier mal, das ist sozusagen ein leicht verdienter Punkt. So ein bisschen. Noch 60 Sekunden. Hier muss ich jetzt die beiden Typen ausschalten. Das wird fraglich, ob ich das hinkriege, aber wäre vielleicht schlauer gewesen, wenn die gleich mitgerannt wären hier. Die Dödel. So. Noch einen weiteren bauen, dann noch zwei davon. Dann haben wir hier ressourcentechnisch wirklich alles ausgeschöpft, was ich habe. So. Sehr gut, da haben wir noch ein bisschen Öl. Dann kann ich auch noch den ersten davon bauen. Ihr bekämpft euch hier hinten. Schön. Schön macht ihr das. Ganz brav. Ja, der erste ist gleich tot. Die sind leider auch schon kaputt hier, die Einheit. Ist nicht so gut. Aber First Wave Incoming, da muss ich jetzt gleich aufpassen, wo die herkommen. Die kommen aus dem Süden. Dann stelle ich entsprechend meine Kollegen hier hin. Sind die schon da? Das geht ja echt flux. So, Kinders, jetzt macht mal hier. Holt die mal. Holt die mal weg hier. So. Können wir den jetzt hier mal auch wegwemsen? Dann... Ah, shit. Holt mal hier den Raketenwerfer. Dann haben wir da vielleicht eher eine Chance. Ja, 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 ja. Sehr gut. Und jetzt... Komm, eine schöne Salve. Dann ist der hin. Dann holt er jetzt hier die Ressourcen. Sehr gut. Dann habe ich die ersten beiden Punkte hier eingenommen. Hier haben wir auch weitestgehend das... Ne, nicht bravourös, aber immerhin irgendwie geklärt. So. Ich habe
keine Ressourcen mehr, oder woran liegt's? Ne, ich kann doch hier noch Leute bauen. So. Gut, dann haben wir den Punkt, können wir uns jetzt auch holen. Das ist super. So, 60 Sekunden bis zur zweiten Welle. Die kommen dann wahrscheinlich, denke ich mal, eher von oben. Ohne es jetzt genau zu wissen. Holt euch mal hier noch... Ach nee, das macht dann, machen dann andere. Dann holen die sich jetzt hier die Granate. Dann warte ich noch die zweite Welle ab. Würde ich vorschlagen. Und... und greife dann die Punkte nördlich von hier an. In der Hoffnung, dass die mir hier die Punkte nicht wieder wegnehmen. Das kann natürlich immer passieren, aber dann muss ich es mir wiederholen, denn ich werde jetzt garantiert keine Truppen abstellen, um hier dauerhaft die Punkte zu verteidigen. Dafür habe ich einfach auch nicht genug Truppen, würde ich jetzt behaupten, ohne es genau durchgerechnet zu haben. So, ihr bewegt euch jetzt hier schön rückwärts, sehr gut. Wir nehmen ganz gut Ressourcen ein. Ich weiß gar nicht, ob es ein Ressourcen-Cap gibt. Also kann man mehr als irgendwie 500 haben? Kann man mehr als 1000 haben? Ich weiß es nicht so genau. Gleich werde ich auf jeden Fall wissen, ob ich mir hier noch so einen leisten kann. Kann ich auf jeden Fall. Oder, ah, die kommen jetzt auch nochmal von Süden. Oh. Das ist jetzt aber... Ist das zufallsbasiert? Oder woran liegt das genau? Ich weiß es nicht. Dann brauche ich mal einen Engineer. Der kann das ja dann bestimmt hier alles irgendwie reparieren. Kümmert euch mal da, dass die hier alle weggeballert werden. Na komm, da ist doch jetzt... Die haben doch nichts mehr. Die Kollegen krabbeln hier auch eher so ein bisschen wild rum. Hab ich hier mal so Granaten-Oschis? Nein, jetzt werfen die Granaten. Dürfen die das überhaupt? Hab ich denen erlaubt, Granaten zu werfen? So, jetzt ist aber mal Schluss hier. Das ist der Luck-Up, meine Friends. So, hier, ihr holt euch mal die Granate, bitte. Hatte ich nicht eben hier irgendwie Typen gebaut? So. Kollegen? Hier, sowas, genau. Reparieren die das dann hier oder repariert sich das Ding von alleine? Na gut. Dann probiere ich doch jetzt mal vielleicht hier den Punkt einzunehmen, auch wenn es schwerfällt. Die werde ich vielleicht mal noch auffüllen. So. Sehr gut. Was ist denn eigentlich mit den Reparaturtypsies? Können die Ingenieure, können die hier so ein Ding reparieren? Ja, das machen die dann jetzt schon, oder was? Ihr kümmert euch. Ich merke schon, ich muss da gar nichts machen. So, wir füllen die Trupps hier wieder auf. Sehr gut. Dann bauen wir noch einen davon. We are under attack. Jetzt kommen die da von rechts unten, alles klar. So. Den müssen wir hier noch erledigen. Den würde ich gerne retten, wenn es geht. Die Einzelperson hier. Kommt, jetzt erledige ich den mal. Kann nicht so schwer sein. Was ist das hier hinten? Das ist ein Gatling. Mechanoid. So, dann füllt mal den Trupp auch wieder auf. Sehr gut. Jetzt haben wir Granaten, dann können wir die hier mal mittig reinschmeißen. Die Kollegen haben es hier oben auch geschafft, halbwegs. Dann holt mal die Ressourcen. Du gehst wieder mit hier runter. Aua, das tat weh. Aber mit Granaten lässt sich das doch ganz gut erledigen. Sehr schön. Dann füllt ihr mal hier wieder auf. Ihr setzt euch hier noch mit hin. Und euch würde ich bitten, hier noch den Raketenwerfer zu holen. Du stellst dich da in die Ecke. Du oder ihr nehmt hier oben mal den Punkt ein. So, und El Gatlingo kriegen wir doch hier auch. Bestimmt weggehauen.
Na, kommt er noch? Oder ist er jetzt eher so... Ist nicht angesagt. Kann ich mir noch so einen leisten? Komm, ich baue mal noch so einen Kollegen. Wenn sie gerade mir nichts entgegenwerfen, dann kann ich das ja mal so machen, ne? Also, dann baue ich einfach noch ein paar mehr Truppen als unbedingt nötig. Das sind die falschen. Ich wollte gern die Reparaturtypen haben, die das Ding hier einnehmen. So. Unit captured, sehr gut. Dann können wir, denke ich mal, hier noch die Ressourcen holen. Die Kanone, die würde ich dann mal auch in die Base stellen, weil ich muss ja am Ende theoretisch eigentlich nur die Angriffe überleben. Insofern ist es, glaube ich, ganz... Ja, sie haben den Gatling-Mech gekriegt, sehr gut. Eigentlich ist es ja ganz logisch, dann jetzt eher so sinnvoll, die Basis zu beschützen. Deswegen muss die Pack ja nicht irgendwo sonst wo rumstehen. So, ihr habt hier... Oh, wieso ist denn der jetzt da noch mit hingerannt? Na, ist auch egal. Sind hier irgendwelche Gegner? Sieht nicht so sehr danach aus. Oh, dann kann der hier die schon mal aufhalten. Die nehmen das Ding schon mal ein. Die erobern mir hier die Punkte, aber... Mein Gott, dann ist es, wie es ist. Die Pack ist schon auf halbem Weg nach unten. Alles klar. Ihr holt euch die Typen von hier rechts. Ihr holt den Punkt da oben. Der könnte ja mal auf die Typen schießen. Ich meine, er ist gleich tot, aber... Komm, watschel mal hier um die Ecke. Watschel mal um die Ecke. Watscheln sie. Ja gut, der ist hin. So, dann haben die das. Dann flüchten sie doch bitte mal zurück in die Heimatbase. Into the home base. Und hier stellen wir mal die Truppen ein bisschen anders auf. Um die hier einzunehmen. So. Wo kommt denn jetzt der Mörser her? Ach, von da. Na gut, dann müsst ihr da halt mal was machen dagegen. Ist natürlich Mist, wenn da jetzt hier so ein scheiß Mörser irgendwie Action macht. Da bin ich natürlich nicht so mega dafür. Da kommt noch so einer an. So, der Gatling-Typ ist gleich hin. Der könnte ja mal... Die Pack könnte ja mal den großen... Bumsi hier. Den großen Bumsi. Ich nenne jetzt mal den großen Bumsi, aber der hat bestimmt einen richtigen Namen. Ja, das war das. Dann bräuchten wir jetzt mal hier einen wieder aufgefüllten Trupp und die würde ich mal bitten, einen kleinen Vorstoß zu machen, um den hier mal zu erledigen. Denn der nervt ein wenig. Aber der dürfte ja eigentlich, wenn man den aus der Nähe angreift, kein so gewaltiges Problem mehr sein. Ja, toll. Jetzt haben sie den hier erledigt. Das ist natürlich eher unschön. Gut, Leute, dann versucht doch mal hier vielleicht das Ding einzunehmen. Den Punkt wieder zu holen. Den können wir, glaube ich, ganz gut gebrauchen. Ihr macht den platt. So. Eine Granate mal hier an die richtige Stelle gepfeffert. Kann Wunder wirken, würde ich sagen. Gehen wir mal ein bisschen, dass wir eher sehen, wenn da was einschlägt. Haben die jetzt schon geworfen? Oder kriechen die hier noch nach vorne? Naja, jetzt braucht er auch nicht mehr. Das ist auch irgendwie ein bisschen zu spät. Ja, ups,
egal, haben wir geschafft, sehr schön. So, dann zieht euch mal... Ne, nehmt mal hier die Granate noch mit. Die können wir immer gut gebrauchen. So, zieht sich mal bitte alle zurück und füllt eure Trupps wieder auf. Das wäre, glaube ich, ganz sinnvoll. Solange die Ressourcen da sind, sollten wir das immer machen. Dass wir wieder volle Action hier machen können. Hier wieder einen von denen bauen. Gut, dann habe ich auch wieder hier diesen Punkt eingenommen. Sehr schön. Die dann bitte auch zurückziehen. Ja, da kommt jetzt hier ein so ein Trupp. Das ist, glaube ich, ziemlich egal. Kann uns nicht so viel anhaben. Dass die mit den Granaten nicht so weit werfen können. Also ich konnte in der Grundschule schon weiter werfen. Also ich meine, ich stand da jetzt vielleicht nicht unbedingt unter Beschuss. So, aber also ich meine, das ist jetzt auch Haarspalterei, würde ich sagen. Was steht denn hier in der Mitte eigentlich so rum? Ziemlich viele Infanterieeinheiten. Weiß ich jetzt nicht, ob man die unbedingt kriegen kann oder muss. So, kriegen sie alles hin. Ziemlich alleine auch. Hier vorne würde ich dann mal zurückziehen. Wieder voll laden. Das geht jetzt tatsächlich sehr schnell, wenn man dann doch alle Ressourcen hat. Das könnte ich ja mal probieren hier mit der, mit dem Trupp hier auf der Seite. Oh, nee. Bleibt mal lieber hier, Leute. Wir verteidigen. Da kommt ein Spinnenpanzer. Ein Krabbenpanzer. Ja, ist doch jetzt egal. Lass mich in Ruhe. So, die Pack bitte auch mal drehen. Danke. Was ist denn jetzt? Schießt auf den. Kann nicht so schwer sein. Macht mal hier ein bisschen Action oder was? Kann ja nicht wahr sein. Hab da irgendwie 10 Einheiten. Die werden ja wohl diesen einen Panzer kaputt kriegen. Der kann ja wohl alles nicht sein. So, jetzt vorwärts. Stürmen, Leute, wir nehmen jetzt hier mal den Punkt ein. Kommt, erschießt die mal bitte aus nächster Nähe, danke, mit allem, was wir haben. Dann nehmen wir hier den Punkt ein, dann haben wir hier oben nochmal 2 Stahlressourcen. Ressourcentechnisch sieht es dann auch eigentlich ganz gut aus soweit. Jetzt habe ich natürlich aber keine Männchen mehr. Die Einheitenobergrenze ist erreicht. Hier haben alle Granaten oder... alternativ auch... Oh, jetzt kommen sie von hier oben. Sogar eine ganze Menge. Aber vielleicht schaffen wir es ja noch, den Punkt einzunehmen. Das wäre vielleicht ganz gut. So, dann stellen wir uns mal hier so ins Karree. Wirft er da eine Granate hin? Naja, wenn es dir Freude bereitet. So. Jetzt holen wir sie halt gleich schon hier ab vielleicht. Sobald mal einer stirbt, was jetzt nicht mehr so oft passiert, könnte ich ja auch dann gleich neue Einheiten bauen, weil an Ressourcen mangelt es jetzt nicht mehr. Ich habe hier unten halt auch noch ein bisschen Reserveeinheiten. Nach unten bin ich nicht so richtig gedeckt. Da könnte man mal hier einen Trupp einfach mal in die untere Richtung setzen, um da auch noch ein bisschen mehr Deckung zu kriegen. So, der erste ist hin von den beiden. So, dann würde ich die, die verletzt sind, mal zurückziehen, um sie wieder aufzufüllen, damit ich hier niemanden verliere. Die hier, die können ja mal den reparieren.
So. Kümmern wir uns mal darum, dass die hier alle wieder aufgefüllt werden und dann wieder hoch in den Angriff. Denn jetzt bleiben wir mal so ein bisschen in der Offensive. Ich versuche mir jetzt mal den Punkt hier rechts zu holen. Den, nicht, dass ich noch Ressourcen bräuchte. Jetzt geht es halt eher um den vernünftigen Einsatz der Einheiten, die ich habe. Aber man kann ja trotzdem nie genug Ressourcen haben. Alte Weisheit, man kann nie genug Ressourcen haben. So, hier noch ein bisschen Granaten reinwerfen, wo es nur möglich ist. So, jetzt die Einheiten hier sind alle tot. Das ist schon mal sehr gut gelaufen, weil ich einfach genug Granaten durch die Gegend pfeffer. Die Granatentypen sind gegen Infanterie natürlich mega. Da müssen halt nur mal zwei Granaten oder so treffen in so einem Wust aus Einheiten und dann sind die einfach hin. So, sehr schön. Ich habe auch, glaube ich, nichts Wesentliches verloren. So, damit sind die geschafft. Ist da noch wer? Da hinten war noch einer. Jetzt kann ich das hier holen. Dann würde ich jetzt auch hier wieder alle nach Hause schicken. Ich sehe, die kommen da gerade von Süden an und von Osten gleichzeitig. Das ist natürlich eher so bescheiden. Shit. Alter, was geht denn jetzt ab? Was ist denn jetzt los hier? Ja, klar. Kommt doch mit zwei so fetten Dingern gleichzeitig. Da haben wir ja sonst nichts zu tun. Alter Verwalter. Ja, jetzt schießt, Kollegen. Schießen Sie doch. Von Osten kommen sie gleich auch noch. Super geil. Holt man jetzt erstmal hier noch das Öl, bevor ihr sterbt. Dann haben wir das wenigstens noch mit im Säckel. Ja, jetzt kommen sie von überall gleichzeitig. Also jetzt haben sie mir hier meine Kaserne zerstört. Das ist natürlich auch nicht so toll. Das ist auch eher so ein bescheidener Move. Also aus ihrer Sicht sicherlich sinnvoll. So bla bla bla. Ich kann auch meine Einheiten nicht mehr so richtig gut geil reparieren. So ein bisschen geht's noch. Jetzt mach den doch halt mal platt hier, ey. Das gibt's doch alles nicht. Kommt hier auch nochmal so ein scheiß Spider-Tank. Wo stehen denn jetzt die bescheidenen... Ach, hier weiter hinten noch. Ja, so, jetzt holt mal die blöden Deppen hier. Was ist denn mit dem hier? Der soll doch eigentlich eine neue Kaserne bauen. Nicht Workshop. Wo ist denn die Baracke? Da baut die mal ein bisschen weiter hinten. Du bewegst dich mal ein Stück nach vorne. Machst den mal kaputt hier. Sehr gut. Ach, da ist schon der nächste Panzer. Weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Also der nächste Mech. Hier vorne. Finde ich jetzt auch nicht so toll. Warum haben die eigentlich hier nichts dabei? Die haben ja gar nichts. Die haben ja nicht mal gar nichts haben die. Weniger als gar nichts. Das ist ja mal wirklich ganz schwach. So, bauen wir mal neue Einheiten. Das wäre, glaube ich, recht wichtig. Hier noch ein paar Granaten. Ah, jetzt haben die den ersten Trupp hier schon ausgelöscht. Ich glaube es ja nicht. Aber ich bin jetzt schon so weit, wie ich beim ersten Mal war. Ich habe schon was geschafft. Ich bin schon erfolgreicher. Yes. Yes, 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 yes. Das heißt nicht, dass es auch so weitergehen muss, aber vielleicht schaffe ich ja noch die nächste Runde. Also nicht, dass ich das wirklich glaube. Nee, du ziehst dich mal direkt zurück. Ah, wieso machst du denn nicht? Ach so, weil die schon tot sind. Deswegen. Wieso lebt denn da noch einer? Wer hat den erlaubt, noch zu leben? So, jetzt kommen hier noch ein paar Typen raus. Da bauen wir bitte noch einen mehr.
Die Frage ist jetzt, von wo kommen die nächsten Angriffe? Dann muss ich die Kanone entsprechend drehen, die Pack. Gleich müsste es ja soweit sein. Von Süden, Osten und Norden. Oh, ich habe gerade einen kleinen Bierunfall hier auf meinem Tisch. Hier läuft gerade mein Bier aus. Na gut, kann ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ich habe Wichtigeres zu tun. Mich um Bierunfälle zu kümmern. So, das haben wir. Sehr schön. Dann können die auch zurückkommen. So, diesen ersten Angriff hier unten, den müsste ich eigentlich ganz gut abgewehrt haben. Shit, jetzt kommen sie gleich von hier rechts. Alles klar. Alles wunderbar. So, dreh dich mal bitte in die richtige Richtung. Hier unten sind alle erledigt. Ihr könnt mal euch wieder auffüllen, euch dann hier mit hinstellen und versuchen hier abzuräumen. Und ihr stellt euch mal mit hier nach vorne. Wir drehen mal die Pack. Das muss man ja immer so ein bisschen manuell im Blick behalten. Ah, scheiße, der ist gleich hin. Umgeh den mal und versuch mal vielleicht in die Rückenpanzerung ein bisschen mehr zu ballern. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr, dann kriegen wir den leichter. Hier erledigt mal die Typen, der ist hin. Der kann wieder zurückkommen. Könnten die Ingenieure bitte mal nicht an vorderster Front Action machen, sondern eher mal so ein bisschen hinten mit reparieren und so. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, hab aber nicht so viel verloren jetzt hier. Vor allen Dingen habe ich keine Punkte verloren, das ist ja schon mal super. Das war Welle 8, glaube ich, ne? Das heißt, jetzt kommt Welle 9. Ich schaff das heute noch. Ich schaff das noch! Ja, und ihr dachtet, das wird nix. Also die hier unten, die scheinen immer zuerst da zu sein. Von unten, die Angreifer. Das heißt, da ist vielleicht gar nicht so doof, wenn man da dann irgendwie anfängt zu verteidigen. Da schon mal so ein paar Leute hinsetzt. So, die, hier steht ein Tank, der nimmt aber, der kann aber, weil er keine Infanterie ist, nicht den Punkt einnehmen. Das ist also nicht so schlimm, dass da ein Tank steht. So, ihr geht mal auch noch mit nach hier unten. Und ihr holt euch noch einen Rocket Launcher. Ach ja, ich hatte ja das mit dem Bier, das habe ich schon wieder vergessen. Ich wollte mir gerade einen Schluck nehmen und merke, dass die Flasche komplett nass ist. Ich habe eben draus getrunken. Hier sind in der Wohnung 29 Grad, glaube ich, waren vor 20 Minuten, bevor ich angefangen habe zu spielen. Das merkt man auch. Und das Bier war tatsächlich das einzige gekühlte Getränk, was im Kühlschrank war. Alles andere musste ich da erst reinstellen. Da jetzt noch eine Flasche Apfelsaftschorle reingestellt. Aber wenn ich nicht 10 Eiswürfel benutzen möchte, weil ich natürlich machen könnte, dann brauchen die noch kurz. Braucht die Flasche noch kurz. So, was ist denn jetzt? Wann kommen denn jetzt mal die anderen? So, die sind ja mobil. Die kann ich jetzt auch schon mal hier mit aufstellen. Was ist er jetzt mit der nächsten Welle? Ist hier Wellenflaute oder was? Ist hier mal totale Flaute oder was? Die können wir auch nach da vorne stellen. An sich habe ich ja jetzt ganz ordentlich Einheiten. Der vertritt sich hier gerade mal so ein bisschen die Beine. King Art, guck dir zu. Soll der das machen? So, neunte Welle kommt. Gucken wir mal, was die machen. Da kommt sehr vieles von hier rechts. Okay. Aber nichts von unten. Das heißt, wir können die Kollegen, die hier unten stehen, können wir alle mal hier irgendwie eher so in die Richtung und setzen. Dann können wir die Pack da schon mal hinstellen und die Kollegen schon mal aufstellen. Und dann erwarte ich den Angriff. Da kommen so die Sachsen hier, ne? Mit ihren lustigen Pickelhauben. Bum, 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 bum.
Bum, bum, bum. So. Jetzt habe ich gar keine, keine Granatenwerfer-Hansel mehr, ne? Kann das sein? Zieht ihr euch mal zurück? Ihr seid schon ein bisschen angeschlagen. Bitte mal in die Base wieder auffüllen. Das geht ja dann doch recht schnell. Da marschieren sie alle an. Dreh mal die Pack noch ein bisschen, damit der vielleicht dann hier den auch treffen kann. Vielleicht umgehe ich mal mit einem der Mechs, der Recon-Mech Smiali, umgehe ich vielleicht mal hier so ein bisschen den Angriff und versuche die Mörser-Typen mal zu erledigen, weil die stören dann echt so ein bisschen meine Abwehr. So. Versuch du mal hier die Mörser. Oh, gegen die Mörser ist hier Steinschere-Papier-Action angesagt, aber heftigst. Finde ich gut. Ja, er greift auch von hinten die an. Ja, der ist wirklich ein netter, kleiner, flinker Hüpfer hier. So, der erste ist hin. Der Spider-Mac ist auch hin. Der hier ist leider auch durch. Aber das ist nicht so schlimm, weil da kann ich ja direkt einen neuen bauen. Piu! Tja, das war nix. Ja, aber cool, läuft. Letzte Welle, Leute, das wird was. Das klappt. Ich habe noch ziemlich viele Einheiten. Müssen wir mal gucken, ob das tatsächlich klappt. Aber es könnte. It könnte doch sein. Ich krieg natürlich nicht die volle Punktzahl, weil ich nicht hier alle Punkte eingenommen habe und so. Aber das ist ja jetzt auch erst mein zweiter Versuch. Vielleicht muss ich das auch noch gar nicht so haben. Was ist mit denen hier? Die sind irgendwie nicht bemannt. Dann setze ich die da mal wieder ran. Hm, traue ich mich noch irgendwie wegzugehen? Die werden doch in Welle 10, werden die auch wieder von überall kommen, oder? Ich glaube, da brauche ich mir gar keine Hoffnung machen, dass ich da irgendwie nicht überrannt werde aus allen Richtungen. Ja, probiere ich jetzt vielleicht den Punkt nochmal hier irgendwie einzunehmen. Kommen die vielleicht nicht direkt alle mit. Aber hier stehen so viele Einheiten rum einfach nur. Hier hinten sind noch zwei und so. Hier ist noch dieser Spider-Tank. Ich nicht so richtig weiß, was das soll. Also warum die nicht auch einfach mal angreifen. Oder sind die wirklich nur dafür da, die Punkte zu verteilen? Also, es kann natürlich sein, dass die einfach die Flaggenpunkte verteidigen sollen hier, die Ressourcenpunkte. Und der Gegner sie deswegen dahin stellt, also die KI. Oder die KI checkt einfach nicht, dass sie mich jetzt auch einfach mal überrennen könnte mit allem, was sie da hat. Also, ich weiß nicht, ob sie es schaffen würde, aber sie könnte es ja versuchen. So, jetzt kommen sie wieder von überall her. Sehr gut. Wie ich das vermutet hatte. Genau wie ich es vermutet hatte. So, von hier unten habe ich es recht gut im Blick. Hier füllen wir die Leute wieder auf. Dann holen wir die nach hier unten. Den Angriff von hier müsste ich eigentlich relativ... Oh, jetzt kommen sie gleichzeitig von da. Das ist natürlich dann schwierig. Holt mal den ersten Gatling-Mech. Dann holt den zweiten Gatling-Mech bitte. Was mit dem hier ist, warum der sich immer noch pirouettentechnisch eher so ein bisschen im Kreis dreht, das weiß ich jetzt nicht so genau. Ich weiß, ich komme da gerade von oben. Vielleicht ist es schlauer, wenn ich die schon wieder in Richtung Norden ziehe, die Truppe hier. Die auch. Jetzt kommen sie schließlich von hier. So, dann vielleicht meine Granate hier irgendwie in die Gegend schmeißen. Den Mech reparieren. Na, jetzt kommen sie doch recht heftig von allen Seiten. Komm. Ich versuche mal wieder hier vielleicht den zu... Oh, da kommen die... Ah, mit denen habe ich auch schon gute Erfahrungen gemacht. Da kommen die Mörser-Typen. Die werde ich dann mal versuchen abzufangen mit dem Smiali-Mech hier. Komm, erledige die mal.
Und dann bräuchten wir mal hier einen kleinen Trupp auf Full-Action-Moment. So. Die haben hier auch alles erledigt. Sehr gut. Das heißt, ich kann in den Angriff gehen, wenn hier nichts mehr ist. Und da ist noch ein so ein Mörser-Typi. Hier, der hier im Norden wird von dem erledigt. Jetzt kann ich ja mit allem in den Angriff gehen. Jetzt dürfte ja nichts mehr kommen. Aber eigentlich müsste ich ja die Wellen jetzt auch überstanden haben. So ein bisschen noch die Frage, was als überstanden gilt im Spiel. Also es kann ja auch sein, dass das Spiel sagt, nein, 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 du musst erst alle Gegner töten. No, no, no. Kann ja auch sein. So, dann erledige ich mal den. Spiderino hier. So, das sollte jetzt aber eigentlich passen. Ja, dann dauert es so 35 bis 40 Minuten, so eine 10-Wellen-Challenge-Map zu überstehen. Ich finde das eigentlich ganz nett. Also es können von mir aus auch, die Wellen müssten keine 60 Sekunden auseinander liegen. Es kann gut sein, dass das wichtige Balancing-Gründe hat, die man jetzt nicht so merkt, sozusagen. Wenn man es nur mal so kurz spielt. Aber so gefühlt dauert es immer recht lange, bis die nächste Welle kommt. Sage ich jetzt, nachdem ich es zweimal gespielt habe. Also ich habe jetzt natürlich noch nicht die Übererfahrung hier. Dass ich zu jedem Zeitpunkt weiß, was hier passiert. Aber man könnte schon, finde ich, die Wellen ein bisschen näher aneinander rücken, zeitlich. Und sagen, komm, dann dauert es halt nur 40 Sekunden zwischen den Wellen. Ja, bauen wir mal noch ein paar Einheiten. Und dann rücken wir vor auf das Hauptquartier. Da kann ich hier rumlatschen von oben. Das Hauptquartier kann ich mir auf jeden Fall auch noch holen. Das sollte kein ernsthaftes Problem sein. Da steht halt noch ein Spider-Tank. Aber den müsste ich eigentlich auch noch kriegen. Victory! Naja, gut, dann nicht. Gut, also offiziell waren das die 10 Wellen. Keine Ahnung, warum jetzt sozusagen ich dann nochmal 3 Minuten hatte, nachdem die letzte Welle eigentlich besiegt war. Ich weiß es nicht. Also das gegnerische Hauptquartier muss man zerstören, bevor die Wellen abgeschlossen sind. So viel wissen wir dann jetzt auch. Ich habe keine Ahnung, ob ich dafür jetzt 3 Sterne verdient hätte oder ob es eher so... Bedeutet der eine Stern hier, dass... Nee, der heißt, glaube ich, einfach nur, dass ich gewonnen habe, oder? Ja, ich weiß es nicht so genau. Könnt mir mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mehr wisst. Ansonsten war es jetzt das erstmal mit der allerersten Alpha von Iron Harvest. Was für ein schönes Spiel. Und das, obwohl es wirklich, wirklich, wirklich erst hier zu vielleicht 3% irgendwie ersichtlich ist. Also da ist ja noch nichts eigentlich hier in dieser Version drin. Und trotzdem ist es schon wirklich cool. Also ich kann nur empfehlen, das im Auge zu behalten. Wir werden es auf jeden Fall hier im Kanal machen. Ich werde immer mal wieder reinschauen. Ich glaube, die nächste größere Entwicklungsstufe kommt im Dezember. Also das wird jetzt 3 Monate dauern. Solange werden wir wahrscheinlich nicht so viel hören von neuen Versionen. Haben die Entwickler schon gesagt, diese Alpha hier, die wird jetzt nicht ständig upgedatet, um irgendwann zur Beta zu werden, sondern die ist jetzt so, wie sie ist. Die wird noch ein bisschen gepatcht und neue Inhalte kommen da aber nicht rein. Die kommen dann erst im Dezember mit der nächsten großen, ich glaube, das ist dann immer noch eine Alpha, aber eben eine mit mehr Inhalten. Und da ist dann zum Beispiel der Mehrspielermodus schon mal drin. Da wird man dann, denke ich mal, auf 1, 2 Karten oder so, mehr wird es nicht sein, nehme ich mal an, wird man dann schon gegen und miteinander spielen können. Und darauf freue ich mich, wie sagte man früher, übelst. Das wird super. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder dabei. Und wir können vielleicht sogar zusammenspielen. Da machen wir auf jeden Fall Community Action. Also wenn einer von euch oder mehrere da Iron Harvest bis dahin auch noch vorbestellt hat oder es jetzt schon getan hat oder es so wie ich bei Kickstarter gebackt hatte, dann können wir da ja zusammen in die Schlacht ziehen. Das wird super. Und bis dahin, gute Nacht, gute Schlacht, das habe ich lange nicht gesagt, finde ich aber schön. Bis denne, Leute, ich war Dennis, das war Iron Harvest, die Alpha. Ciao.